Rapperten. Wow. Oh, schon so spät, ich muss los. Ihr habt den Weihnachtsmarkt so schön. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das ist oh nein. Was? Ich nehme alles, was es gibt. Cringe! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu unserem Shop diese Woche. Und zwar sind wir heute auf dem Weihnachtsmarkt. Der erste DIY-Installation Weihnachtsmarkt dieses Jahr und ich verrate schon mal, wir werden daraus eine kleine Videoreihe machen. Es gibt jetzt nämlich jeden Freitag bis Weihnachten einen weihnachtlichen Shop. Oh, es klopft schon. Hi, René. Ist hier ein Weihnachtsmarkt? Hier Hallo. Ist ein Weihnachtsmarkt. Ich hab noch gar nicht einfach mit ins Intro reingeplatzt. Upsi, was also, hier unterwegs ist. Hinter der Kamera. Hallo. Kathi ist heute leider nicht da bei unserem ersten Weihnachtsmarkt. Das ist ja sehr, sehr traurig. Aber sie wird definitiv bei den anderen dreien dabei sein. Und ich kann René gleich zeigen, was es gibt. Und Felix, der hinter der Kamera ist, auch. Perfekt. Es gibt heute Krebs, es gibt Punsch. Bitte nicht die ganze Etagere mitnehmen. Ciao, ihr war wieder Weihnachtsmarkt. Danke, tschüss. Die Etagere ist zurückgekehrt. Sie war lange nicht bei uns. Aber es sind Lebkuchen und Mandarinen drauf. Es gibt fantastische Tassen. Spekulatien, es gibt die Weihnachtsbäumchen hier, selbstgemachte gebrannte Mandeln. Wo sind die Weihnachtsbäumchen? Aus Schaum. Sind die auch selbstgemacht? Nein. So. Da werden hier kritische Fragen gestellt. Ja, also du kannst dir vorstellen wie ein Dickmann. Mm. Hier kannst du dich auch gerne selber bedienen. Ja, an ich den Nüsschen. Schon mal. Möchtest du einen Crepe? Ja, gerne. Ja, dann starte ich erstmal hier mit dem Crepe. Kakao oder Punsch dazu? Na, Kakao. Kakao, sehr gut. Punsch und Crepe ist eine Mischung, die gut funktioniert. Punsch und Crepe, klar. Warum nicht? Alles. Soll das nicht gut funktionieren? Muss ich nicht ausprobieren. Muss ja nicht in den Crepe rein. Ja, oh. Das stellen wir jetzt ein bisschen wild, aber warte mal ab. Irgendwer, so wie ich die Leute bei uns kenne, irgendwer wird wieder darauf auf die Idee kommen, das zu nehmen. Irgendjemand okay. Vielleicht sogar in diesem Raum. Also ein Kakao mit Sahne drauf, pinke Tasse oder die Bielefeld-Weihnachtsmarkt-Tasse? Pinke Tasse ist gut. Ja, Kakao gerne. Sahne muss nicht so viel sein. Okay. Oder ist die da schon drin? Nee, die ist da noch nicht drin. Nee. So. Genau, das reicht. So, wir haben große Marshmallows. Also die sind auch nicht so groß, tatsächlich. XXL. Sie heißen Mini-Marshmallows, XXL aber Mini-Marshmallows. Das hier sind die kleinen dagegen. So, dann machen wir noch was. Ich mache mal hier ein bisschen Selbstbedienung, ne? Richtig. Rein damit. Selbstbedienung. Ich bin ja heute alleine. Rein damit. Ja, habe ich schon gehört, dass du heute alleine bist. Ich habe mich schon gefreut, weil ich dachte erst, wenn du die Kamera machst, dann kannst du ja niemand mehr geben, der mich davon abhält, hier Sachen zu klauen. Nein. Aber es gibt Sicherheitsvorkehrungen. Hier sind absolut Sicherheitsvorkehrungen. Und los. Die Crepe-Expertin ist ja heute fehlt, aber ich glaube, ich werde das schaffen. Crepe-Pertin. Wow. Schon so spät, ich muss los. Das hat nicht so gut funktioniert. Preis für das quinschigste Wortspiel. Ja. Das wird ja auch so regeln, Ich hab Claudio letztes Mal bei dem Rap-Store, ging der schon los. Rap. Und jetzt geht's genauso weiter. Oh, ich find's traurig, dass keiner von einem Rap-Battle gesprochen hat. Ich bin da sehr glücklich drüber. Ich auch. Dann hätte aber ein richtiges Rap-Battle gegeben. Möchtest du die Banane reinhaben? Ich habe noch eine Banane im Angebot. Eine ganze Banane? Eine Banane im Crepe? Mm. Nee. Zimt nee, und Zucker? Nee. Vielleicht ja. Ein bisschen Schokosoße? Oder Cini-Minis haben wir heute. Cini-Minis, das machen wir mal. Cini-Minis haben wir heute. Achso, Cini-Minis sind okay. Da sind wir dabei. Cini-Minis haben wir heute ganz speziell im Angebot. Schokosoße auf die Cini-Minis? Ja, ein bisschen gerne. Muss aber auch nicht so viel sein. Fällt das kleine Loch, was ich reingemacht habe, überhaupt nicht mehr auf. Wie das Dessert von einem 5-Gänge-Menü sieht das aus. Und du hast ja den ersten Gang schon in der Hand. Wie sind die gebrannten Mandeln geworden? Sehr gut. Also tatsächlich, vor allem ich finde, gebrannte Mandeln sind eigentlich auch so das Highlight beim Weihnachtsmarkt. Absolut. Deswegen war ich auch sehr, sehr froh, als ich die direkt gesehen habe. Was? Nein! Nur weil ich gerade mit deinem Knopf beschäftigt bin, ne? Mit diesem überdimensionierten... Vorsicht! Das Loch! Das Loch. Oh nein! Die sind die Minis! Oh nein! Oh nein! Die sind die Minis! Oh nein! Ist nur einer rausgefallen. Oh. Und jetzt? Boden? Ja, ist auf dem Boden. Wir heben ihn nachher auf. So. Aber schmeckt gut. Sehr schön. So, ich glaube, ich bin gut bedient. Ja. Vielen Dank. Sehr schön. Werde weiterempfehlen. Mhm. Daumen Vielen hoch. Dank. 5 Sterne gerne wieder. So, ich benutze jetzt die Macht und die Weihnachtsmagie, um die Kamera zu bedienen, damit ich ja auch was bekomme. Wow. Cringe. Ich habe Star Wars Pullover an, du hast einen Disney Pullover an. Ja, genau. Magie und Macht zusammen. So Magie und Macht zusammen machen das. Nehme ich schon mal einen Teller. Also mit Cini Minis fand ich interessant und der Schokosoße. Ja. Ein paar Cini Minis, bisschen Schokosoße. Die Krebs sind heute nicht ganz so stabil irgendwie.
wir kriegen das hin. Okay. Wir regeln das. Also wir machen daraus, du kannst das gerne hier zulegen, leg's mal auf diese Stelle, dann kannst du ein bisschen anschmelzen. Okay. Ich mach da so ein bisschen was Experimentelles raus, wie auf dem Streetfood-Markt. Dann waren das auf jeden Fall die Cini-Minis. Weil der Felix ja die Zange momentan selber hat, mache ich das einfach mal so. Oh, und ich nehme gleich die Olaf-Tasse. Oh, die Olaf-Tasse. Punsch oder Kakao? Ich habe das gerade schon angekündigt. Ich muss jetzt den Punsch nehmen, obwohl ich auch eigentlich sehr gerne einen Kakao hätte. Kann ich nochmal wiederkommen später? Du kannst gerne nochmal wiederkommen. Wir haben viel. Das ist übrigens Veganer-Kakao mit Hafermilch. Oh, kann ich da Sahne drauf bekommen? Und mit Backkakao. Natürlich kannst du da Sahne drauf bekommen. Auch gern viel. Nicht geringlich. Ja. Darauf verzichte ich nicht. Und es gibt noch extra Cini-Minis, noch extra Marshmallows obendrauf. Wow. Das reicht. Bitteschön. Danke. Lebkuchen, Marshmallow, Crepe und Cini. Und dann wird das hier probiert. René hat ja tatsächlich nicht probiert, ne? Und ich glaube, ich verlege mich mal darauf, die nicht mehr so groß zu machen. Ich biete heute einfach kleine an. Die kann ich auf jeden Fall gut drehen und die kann ich auch schon mal vorbacken. Also ich finde, Lebkuchen und Crepe ist eine gute Verbindung. Gut, das kannst du auf jeden Fall weiterempfehlen. Mhm. Dann, ich glaube, es sind noch Kunden draußen. Ne? Es ist wie auf dem echten Weihnachtsmarkt hier. Die Schlange ist lang. Hi, Elli ist da. Ich hab gehört, hier gibt es Schokolade. Schokolade. Ich hab Elli versucht noch aufzuhalten, weil sie hat gesagt, es riecht nach Schokolade. Und es gibt so, ja. Gebrannte Mandeln für euch zum Probieren, wenn ihr schon möchtet. Da ist das fällt sogar das Bild hin vor, Begeisterung. Möchtet ihr vielleicht Krebs mit Oreos drin? Auf jeden Fall. Also ich bin im Himmel. Ja, im Himmel oder auf dem Weihnachtsmarkt. Was ist gleich? Weil das, vor allem, es riecht einfach wirklich so krass. Im ganzen Haus original riecht wie das auf dem so Weihnachtsmarkt. Ich glaube, ich bleib beim Standard und nehme einfach noch mit dem Teller. Ich habe Punsch für euch, also Früchtepunsch. Und Kakao, der ist mit Hafermilch gemacht. Das ist übrigens mein erster Weihnachtsbesuch dieses Jahr. Also Weihnachtsmarktbesuch dieses Jahr. Dann seid ihr hier genau richtig. Ich muss den mal drehen so lange. Ich habe eben größere gemacht. Ich kann es ruhig sagen, die Zuschauer haben es ja eh schon gesehen. Die sind tatsächlich ein bisschen kaputt gegangen. Deswegen habe ich mich tatsächlich jetzt auf die kleinen verlegt. Das heißt, wir kriegen zwei, richtig? Ihr bekommt gerne zwei. Yes! Yeah. Aber ich sehe nur drei, ne? Das heißt, ich kriege zwei und Donny dann einen. Das ist richtig, was? Oder? Was? Ich lege gerne jetzt noch einen nach. So. Okay, perfekt. Hier kommt noch einer. Ja. Kann ich auch direkt was mit einbacken? Habt ihr schon gebrannte Mandeln probiert? Oder? Die hast du wirklich selber gemacht? Die hab ich selber wie cool gemacht, ist das denn? Oh mein Gott. Okay. Kann ich einfach so reinkommen? Oh. Okay, gut, danke schön. Nein! Das hatte ich doch eben bei René erst. So. Ich brauche das Rezept, die schmecken einfach. Schmecken die gut? Original wie auf der Kirmes gebrannte Mandeln. Sehr gut. Mhm. Besseres Kompliment gibt's nicht. Oh, die sind sogar besser als auf dem Weihnachtsmarkt. Oh. Okay. Boah, mega, wirklich. Mhm. Kann man sich die abfüllen in Tüten? Ja, klar. Hier ist die Tüte und da ist die Zange. Ihr könnt euch gerne bedienen. Ey, alle die Bauchfarbe. Boah. Schokosoße drauf? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also er kann ordentlich drauf, ordentlich drauf. Lebkuchen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Sehr schön. Glaube ich. Die sehen auch einfach mal lecker aus. Ups, hier geht die Deko leider kaputt. Oh nein! Ich dafür bekomme ich. Ey, du kriegst gar nichts. dafür bekomme ich Ellie Sam. Aber sorry. Ich mach die Deko wieder. Es tut mir so leid. Ich hab den Weihnachtsmarkt zerstört. So, hier ist auf jeden Fall Schokosoße und Zimt drauf. Cini-Mini ist schon drin. Wie cool ist das denn? Ey, Cini-Mini. Wolltest du Cini-Mini oder ich wollte Cini-Mini, ne? Du wolltest Cini-Minis? Egal, ich hab sie jetzt, Pech. Tja, du kannst auch gerne noch Cini-Minis drauf haben, wir haben reichlich davon. Ich wollte Cini auch gesagt. Ja, ich wollte die haben. Ich wollte Cini-Minis. Naja, okay, gut, jetzt habe ich aber dafür zwei Oreos. Ja, also das Sahne? Ist ein bisschen, ja. Sahne? Und hier wird keine Sahne angeboten, danke. Nee, möchte danke. Ich nicht. Sahne ist leider nicht vegan. Wow. Danke, Eva. Ey, aber ich seh noch, Gott. Du hast hier diese Crumbles hier. Das ist Oreo-Crumble. Kannst du auch gern bekommen. Ja, da, also noch ein bisschen für den Crunch obendrauf. Himmlisch. Ist das halt immer super. Himmlisch. Dann nehme ich auch noch ein bisschen. Und noch ein bisschen Zimt nehmen. Ein bisschen Zimtzucker haben wir alles da. Mhm. Möchtet ihr noch Getränke mitnehmen? Ja. Aus dem Original Bielefelder Weihnachtsmarkt. Oh. Ja, die sind gestohlen. Nein, die sind nicht gestohlen. Ich hab die denn? Da war Pfand drauf und so. Du hast die offen. Ja, die abgekauft für 2 Euro. Ja, also ich weiß nicht, wie die in meinen Zimt gekommen sind. Du hast ein Geschenk bekommen. Vielleicht. Boah, das mit den Cinnamon ist echt lecker. Wie ja, ne? Du das? Oh.
Donny glüht innerlich, Beim nächsten Mal muss ich einmal abwarten, dass ich alleine hier reinkomme. Ich bringe dann beim nächsten Mal meine Tupperdose mit, dann kann ich nämlich ein bisschen was einpacken für zu Hause. Bitteschön, Dankeschön. Super, vielen Dank. So, kann ich euch noch was Gutes tun? Aber sehr gut. Vielleicht noch eine Mandarine zum Mitnehmen? Oh ja, da sage ich nicht nein. Ich nehme gleich alles. So. Sehr gut. So, vielen Dank, Eva. Dankeschön, Eva. Sehr lecker. Ich danke euch. Hat der Laden, wie lange hat der Weihnachtsmarkt auf? Den ganzen Tag noch da. Ihr könnt gerne noch Das heißt, das heißt danach Portion? Kommen wir dann sofort wieder, würde ich sagen. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay. Ich bin hungrig. Hallo, ich bin sehr hungrig. Herzlich willkommen auf dem Weihnachtsmarkt. Oh, es sieht großartig aus. Es gibt Krebs, es gibt Spekulatien, es gibt gebrannte Mandeln. Beim Crepe habe ich gehört, was das Beste ist, sind Zinni-Minis auf dem Crepe. Es gibt tatsächlich mehr als 3 Zinni-Minis. Das ist gut, dass es mehr als 3 Zinni-Minis es gibt. Wir haben alle tatsächlich die Zinni-Minis haben wollen. Ja, ich will auch Zinni-Minis und ich würde gerne noch irgendwas Schokoladiges als Soßiges da drauf haben. Eine sehr leckere Kakaosoße, die kann ich dazu anbieten. Ja, das klingt doch schon gut. Ich denke, dass dafür werde ich kommen in mein Lager. Und ich sehe hier auch noch Getränke. Es gibt Kakao und es gibt Früchtepunsch. Der Kakao ist mit Hafermilch. Ja, dann werde ich den doch nehmen. Wenn es einen Kakao mit Hafermilch gibt, dann nehme ich doch Kakao mit Hafermilch. Sehr gut. Und ich würde hier in der Zwischenzeit mal... Kann ich die essen? Ja, selbstverständlich. Ich bediene mich einfach mal. Genau, ja. Kakao war das? Ja, ich nehme meinen Kakao. So, mit der romantischen Valentinstagstasse. Oh, dann hätten wir noch eine Mario-Tasse, die Farbe wechseln kann. Ich nehme die. Das klingt nach mir. Ich hoffe, sie wechselt jetzt auch die Farbe, dass sie das verspricht, was sie tut. Nein, dass sie das tut, was sie versprochen hat. So. Also die Mandeln sind besser als die letzten Mandeln, die ich gegessen habe. Die waren auch gut, aber die sind besser. Ja, aber ich denke, die letzten waren auch von mir. Ich würde dir das mal so ein bisschen als Stapel anbieten, so als Doppeldecker-Krebs. Mhm. Der Teig ist heute irgendwie nicht so ganz stabil und deswegen mache ich die ein bisschen kleiner, damit die von ihrer Stabilität her schön werden. Ich nehme alles, Eva. Sehr gut, das freut mich. Ich nehme alles, was du mir anbietest. Ich bin so bereit dafür. Und jetzt so ein Buch gemütlich in die Ecke setzen, lesen. Großartig. Es ist wundervoll. Es ist wundervoll, muss ich sagen. Richtig schön weihnachtlich, ne? Ja. 2 oder 3 Krebs? 3. Ich nehme 3 Krebs. Ja, ich bin glücklich. Happy, die Tasse wechselt die Farbe. Mhm. Es funktioniert tatsächlich los. Die Magie. So. Und eine Gabel für dich. Also ich bin mehr als glücklich. Vielen lieben Dank. Ich gehe jetzt weihnachtlich essen. Ich finde, jeder hat in seinem Leben eine Eva verdient. Oh, jeder, wie lieb! Jeder sollte einfach so eine liebe Eva in seinem Leben haben, die einfach immer so schöne Sachen macht. Wirklich, jeder hätte das verdient. Eva, du bist wundervoll. Danke dir. Merry Christmas. Wie lieb ist das denn? Merry Christmas. Hallo? Hi, Katja. Hi, Eva. Ich weiß ja, dass es hier wieder was Schönes gibt. Hast du davon gehört? Ich habe davon gehört. Ja, ich habe davon gehört. Ich habe auf jeden Fall sehr schöne Menschen gesehen, die schon cool was gegessen haben. Die hatten Essen und die waren sehr froh, das Essen zu haben. Das freut mich. Das freut mich sehr. Also, es gibt Krebs heute in der Mini-Variante. Deswegen würde ich dir direkt 2 anbieten. Ja, gerne. Es gibt Punsch, es gibt Kakao. Es gibt ganz, nicht mehr so viele gebrannte Mandeln. Ich hab 400 Gramm gemacht. Ich glaube, die Hälfte ist einfach schon weg. Was super beliebt ist, ist die Schokosoße mit Zinni-Minis. So der absolute Verkaufsschlager heute. Spekulatius-Creme ist auch super lecker. Nehme mal Spekulatius-Creme. Ich nehme mal Spekulatius-Creme. Ja. Und Banane sehe ich hier auch. Banane gibt's auch. Oh, kann ich eine Banane? Klar, du kannst selbstverständlich die Banane haben. Bisher hat sie immer angeboten und dann, oh nein, ich will auch keine Banane auf meinem Crepe. René fand das sehr, sehr seltsam, wie man Banane auf Crepe essen könnte. Das ist doch... Das ist das Beste. Das ist tatsächlich ganz standardmäßig, weil jedes Mal, wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt bin, auf dem anderen Mal, also nicht hier. Nicht unbedingt nicht hier. Auf unserem kleinen Weihnachtsmarkt hier. Aber wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt bin, dann bestelle ich mir entweder mit Crepe mit Banane oder mit Joghurtte. Das sind so die beiden. Ja, mit Joghurtte ist echt lecker. Ja. Ein bisschen Schokosoße noch da drauf oder soll es bei der Spekulatius-Creme bleiben? Ein bisschen Schokosoße wäre auch cool, ja. So. Ich freue mich. Oh, das ist ein Sandwich. Das wird ein Sandwich? Crepe-Sandwich.
Crepe Sandwich. Noch ein bisschen Schoko obendrauf und vielleicht ein bisschen Oreo-Krümel. Ich möchte ein bisschen Oreo-Krümel. Also ja. Schoko ja auch ein bisschen. Ein bisschen, dass es hält. Ja, genau. Und es sieht dann auch ein bisschen ja. und dramatischer aus. Dramatisch. Dramatische Oreo-Krümel. So, bitteschön. Dankeschön. Gibt dir noch eine Gabel dazu? Yay. Möchtest du Kakao oder Punsch dazu? Ich möchte Kakao dazu. Und Marshmallows? Ja, heute einfach nur alles. Ich nehme alles, was es gibt. Weihnachtsmarkt. Ja. Die großen oder die kleinen? Ja, kannst auch beide. Ich kann auch beide. Ja, kannst beide. Auch beide. Oh mein Gott, das sieht so niedlich aus. Bitte schön. Dankeschön. Oh, guck doch mal, wie niedlich ist das denn? Oh. Perfektes Weihnachtsessen. Danke dir. Ich danke dir für den Besuch. Ich glaube, damit sind auch alle Kunden fürs Erste erstmal glücklich. Wir haben noch Teig. Ich denke, ich werde noch den einen oder anderen Crepe machen heute. Besonders erstmal für den Kameramann. Vielen Dank an dich. Und euch natürlich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, bei unseren anderen Weihnachtsmärkten vorbeischauen. Nächsten Freitag kommt der nächste. Und bis dann. Tschüss.